ich knüpfe an den Vortrag von Herrn Focken, der auch mit im Raum sitzt und will die ganze Methodik, was Radverkehrserstellung und so weiter ist, heute nicht erwähnen, weil das haben wir in der letzten Radverkehrskonferenz gemacht. Wer dort weitere Infos haben will, kann gerne auf uns zukommen. Da wird man Infos geben. Meine Sicht ist eher eine politische. Was machen wir jetzt mit dem beschlossenen Radverkehrskonzept und wo gibt es auf konkreter Ebene Probleme hier in Chemnitz, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Die Kritik geht aber nicht an die zuständigen Mitarbeiter in den Ämtern, weil das sind oft die, die treibend sind, also die wirklich versuchen, den Radverkehr in Chemnitz voranzubringen, und da sind eher andere Probleme. Wir haben im letzten SRV, wo die Verkehrsmittelwahl 2008 dargestellt wurde, gesehen, dass Chemnitz also gegenüber anderen Städten sehr große Autofahrerstadt ist. Das ist einfach ein Fakt, den man erstmal zur Kenntnis nehmen muss. 54% der Wege werden in Chemnitz ungefähr mit dem Auto zurückgelegt. 6%, was uns heute hier interessiert, mit dem Rad. Das sind die Zahlen von 2008. ÖPNV auch im Verhältnis zu anderen Großstädten mit 14% relativ klein. Warum ÖPNV jetzt? Jetzt wird man sich fragen, warum erzählt er was vom ÖPNV, wenn wir zur Radverkehrskonferenz kommen. Unsere Position ist, dass das eine optimale Ergänzung ist. Also zeigen eigentlich alle Städte, die eine gute Radverkehrsförderung haben, dass das sich durchaus bedingt. Also dort, wo die Verkehrsmittelwahl zum ÖPNV nach oben geht, steigen gleichzeitig auch die Wege mit dem Rad, weil einfach die Verknüpfung gut ist. Wir haben also im ÖPNV, der beliebteste Stadtteil in Chemnitz, vom Kassberg zum Hauptbahnhof 2 bis 3 Mal so lang braucht man wie mit dem Auto. Man ist also oft mit dem Rad vom Kassberg zum Hauptbahnhof schneller als mit dem ÖPNV. Wenn wir heute so eine Verhältnisse haben, ich werde dann noch ein paar Bilder zeigen, es ist absolut schwer, beispielsweise vom Kassberg zum Hauptbahnhof zu kommen, weil einfach der Winterdienst auf den jeweiligen Routen nicht funktioniert für Radverkehr. Das heißt, die Leute, die Rad fahren regelmäßig, würden jetzt in so einer Situation, wie heute es ist, den ÖPNV nutzen und stellen einfach fest, okay, die Verbindungen sind schlecht. Also sprich, wenn wir über die Verkehrsmittelwahl reden, müssen wir den ÖPNV mit bedenken, weil das einfach für die Entwicklung auch in Chemnitz notwendig ist. Ich stelle 3 Thesen voran. Das beschlossene Radverkehrskonzept der Stadt Chemnitz 2013 ist sinnvoll und gut. Es bleibt aber ohne stärkere finanzielle Untersetzung und mehr Manpower ein Papiertiger. Ich werde die Thesen dann kurz erläutern, was ich damit meine. 2. These, Radfahrerinnen nehmen in Chemnitz den Autofahrern nichts weg. Die Straßen sind breit genug für Busse, Autos und Radfahrerinnen. 3. Radfahrerinnen tauchen im Stadtbild inzwischen häufiger aus. Für eine umfassende Fahrradkultur fehlt es aber noch an Vorbildern. Diese 3 Thesen stelle ich vorneweg und möchte mit der ersten beginnen. Im Jahre 2009 gab es in der Stadt Chemnitz, der Herr Focken hat es in der letzten Radverkehrskonferenz dargestellt, einen Fraktionsantrag, Volkmar Schucke sitzt auch im Raum, hat ihn damals mit initiiert. Der Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, ein Radverkehrskonzept für die Stadt Chemnitz zu erstellen. Dieses Konzept lag Anfang 2013 vor und wurde in Beiräten relativ breit diskutiert, also alle Beiräte, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, etc. eingezogen, die Hinweise auch wirklich aufgenommen, das nochmal überarbeitet. Und es wurde dem Stadtrat zur Sitzung am 19.06.2013 vorgelegt. Der Beschluss sagt also, das Radverkehrskonzept wird beschlossen, was neu war. Die Umsetzung erfolgt unter Vorbehalt der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Hat also die Verwaltung uns vorgeschlagen. Wir schreiben ein Konzept, ca. 100 Seiten, mit sinnvollen Maßnahmen, wirklich fachlich gut unterarbeitet, schreiben uns aber den Haushaltsvorbehalt rein. Man muss wissen, dass dieser Haushaltsvorbehalt in anderen Konzepten in der Form noch nie drin stand. Also wenn wir irgendwie Energiekonzepte beschlossen haben, da stand dieser Satz nie drin. Unser OB hat dann das begründet, dass es ab sofort in alle Konzepte reinkommt. Muss man sehen. Wir haben dann politisch gesagt, das ist eigentlich ein Nonsens. In diesem Konzept steht wirklich viel Konkretes drin und es wird gesagt, mindestens 600.000 Euro sind notwendig, um Stück für Stück dieses Konzept umzusetzen. Chemnitz, 240.000 Einwohner über den Daumen gepeilt. Es wären also nicht mal 3 Euro pro Einwohner im Jahr. Wenn wir also dann später nochmal über Landesebene reden, ist das wirklich marginal. Wollten wir gerne streichen, diesen Satz, diesen Haushaltsvorbehalt,
keine politische Mehrheit gefunden. Es wurde also auch maßgeblich von den größeren Fraktionen, wer nicht aus Chemnitz ist, Linkspartei, CDU und SPD sind also ungefähr gleich stark. Mit der Linkspartei kann man in dieser Sache wirklich gut zusammenarbeiten. Die haben auch in der eigenen Fraktion Radfahrer dabei. Da ist dann wirklich eher, dass die SPD und die CDU gesagt haben, lasst uns das beim Haushalt diskutieren. Wir werden also jetzt jede Haushaltsdiskussion nutzen, um dieses Thema Radverkehr voranzubringen. Warum ist das wichtig, diese finanziellen Mittel? Wir haben uns also mal von 2005 bis 2011 mal abgefragt, wie viel Geld denn in die Radinfrastruktur investiert wurde in Chemnitz. Und da sind wir ungefähr bei 420.000 Euro im Durchschnitt zwischen 2005 und 2011. Das heißt also, diese avisierten 600.000 wären schon ein Fortschritt, auch wenn wir wissen, dass wir dort noch keine Bäume ausreißen können. Aber wer das ein bisschen das kommunalpolitische Spiel kennt, man muss also, wenn man einen Haushaltsantrag stellt, immer Deckungsquellen liefern und da an allen Ecken und Enden gezurrt wird, freie Kultur will was, Theater will was, Kiez will was, bei uns in der Fraktion gibt es dort keinen Streit, aber ich weiß es aus anderen Fraktionen, dass natürlich die Jugendpolitiker eher Geld in ihrem Jugendbereich, was verständlich ist, und wir dort einfach in dem Topf auch ein Stück weit Mehrheiten finden müssen für den Radverkehr. Aber nicht nur negativ sehen, dieses Radverkehrskonzept wurde beschlossen. Es gab, glaube ich, zwei Gegenstimmen. Also die Mehrheit auch von CDU und FDP hat diesem Konzept zugestimmt. Das ist erstmal für uns kommunalpolitisch in den nächsten Jahren hoffentlich ein Anker, was wir nutzen können. Das Hauptproblem ist aber, es gibt jetzt eine AG Rad, was auch sinnvoll ist, was auch in diesem Konzept steht, also wo Interessierte, wo Verbände, Vereine einfach zusammenkommen und das Konzept Stück für Stück versuchen umzusetzen, Maßnahmen, Prioritätenliste setzen. Wenn man sich die städtische Verwaltungsstruktur anguckt, es gibt keine wirklich feste Stelle für den Radverkehr. Es gibt also nur einen prozentualen Anteil einer Stelle, mir ist bekannt ungefähr 30% einer Stelle, die für den Radverkehr in der Stadt mit 240.000 Einwohnern zuständig ist. Also es fehlt absolut die Manpower, um diese Sachen, die gut aufgeschrieben wurden, zu untersetzen. Und da wäre einfach die Forderung, dass man die Städte auch nicht allein lässt, weil wir reden jetzt im nächsten Stadtrat wieder über Personalabbau, dann kommt wieder das beliebte Thema, wo wird gekürzt, wo ist die Ecke zu kurz. Und da muss einfach die Landespolitik ein Stück weit so eine Umsetzung eines Konzeptes fördern. Wie man das organisieren kann mit Fördermitteln, werden wir sicherlich nachher vielleicht andiskutieren. In dem Konzept steht auch drin, was ich absolut für sinnvoll halte, was wir politisch angehen sollten, ist ein Beauftragter für den Radverkehr. Jetzt denkt man sich, okay, was ist ein Beauftragter gegenüber normalen städtischen Angestellten? Der Beauftragte ist gegenüber einem normalen städtischen Angestellten nicht weisungsgebunden. Das heißt, wenn ein normaler städtischer Angestellter von seinem Amtschef oder von der Dezernatschefin oder von der Oberbürgermeisterin als höchste Dienstvorgesetzte eine Weisung kriegt, hat er die arbeitsrechtlich einfach umzusetzen, egal ob ihm das fachlich gefällt oder nicht. Ein Beauftragter kann also auch Stellungnahmen abgeben, kann Konzepte formulieren, die direkt an die Politik geben, ohne sich mit irgendjemand abzustimmen. Das wäre also, denke ich, der zweite Schritt. Wir müssen diese Manpower absolut untersetzen. Zur zweiten These. Radfahrer nehmen in Chemnitz den Autofahrer nichts weg. Die Straßen sind breit genug für Autos und Radfahrerinnen. Es gibt auf dem Kassberg und der Innenstadt zunehmenden Parkdruck, aber das als im Vergleich zu anderen Großstädten als Riesenproblem darzustellen, ist auch falsch. Uns fehlt aber diese öffentliche Diskussion im Bereich zum Radverkehr. Wir haben also jetzt gerade aktuell dann einige grüne Pfeile abgenommen, einfach aus Verkehrssicherheitsgründen, was auch sinnvoll ist. Also ich kann den Linksabbieger nicht bringen und dazu auf der anderen Seite einen Rechtsabbieger, da kommt es häufiger einfach zu Fußgängerunfällen, sind ja gehäuft, da wird der Herr Kraner dann sicherlich was noch sagen, was da die Voraussetzungen sind. Da gibt es Riesendiskussionen, da gibt es Stadtratsanfragen in Größenordnungen, da wird einfach das auch als öffentliches Thema in der Presse kommuniziert. Zum Radverkehrskonzept gab es Diskussionen, das ist aber jetzt abgeebbt. Also wenn dann mal wieder aktuell irgendein Bauabschnitt von einem Chemnitz-Tal-Radweg oder ETC kommt, dann gibt es ein, zwei Leserbriefe dazu. Aber diese öffentliche Diskussion, wie wir sie im Autofahrerbereich haben, fehlt hier fast völlig. Und wir müssen halt immer wieder darauf auch in Chemnitz hindeuten, dass es nicht sein kann, Radfahrer irgendwie an die Seite zu schieben, weil die Benutzungspflicht von Radwegen ist ja sehr umstritten. Wir werden dazu halt auch noch was hören. Und wir haben in Chemnitz noch einig weniger, aber das wird auch Stück für Stück weniger. Also Radfahrer gehören
auf die Fahrbahn. So, ich danke ganz herzlich Chris Hübsch, der auch im Raum ist, für die Freigabe der Bilder. Man kann also unter hübsch-gemacht.de sich sehr viele schöne, sehr schöne Bilder von Chemnitz anschauen, was den Radverkehr betrifft. Einiges wurde da bereits abgestellt, aber es ist, denke ich, exemplarisch, wenn wir uns das einfach mal angucken. Hier also Straße der Nationen hinterm Hauptbahnhof. Wir haben also hier als Radfahrer ist es einfach gesperrt und wir werden umgeleitet. Und wenn man dann ein Stück weiter hinten guckt, das blaue Schild, man soll also geteilter Rad- und Fußweg, soll eigentlich diese Fahrbahn nutzen. Ähnliche Beispiele, ihr kennt es sicherlich aus anderen Städten, rechts an Autos vorbeifahren, was einfach laut StVO normal ist, um vorne an der Ampel eben im Sichtbereich sein, wird man in Chemnitz doch relativ häufig noch angehubt, weil es einfach unbekannt ist. Und das muss man einfach daran arbeiten, dass das bekannt ist und dass das besser passiert. Fehlende Abstellmöglichkeiten der Innenstadt. Also im Gegensatz zu dem, was jetzt negativ gesagt wurde, haben wir ja trotzdem den positiven Trend, dass mehr Leute aufs Rad umsteigen. Also wir haben zu Sommerzeiten in der Innenstadt sind sehr, sehr viele Fahrradhügel, die da sind, einfach belegt. Also egal, wie man politisch dazu steht, das ist einfach ein Fakt, dass Leute mit dem Rad fahren. Und hier müssen wir einfach die Abstellmöglichkeiten, die Bedingungen schaffen. Auch auf dem Kassberg sieht man zunehmend mehr Leute mit dem Rad fahren, da fehlen einfach die Abstellmöglichkeiten. Jetzt komme ich wieder zurück auf den ersten Punkt. Dafür ist natürlich auch Geld notwendig, um einfach das auch ein Stück weit aufzustellen. Hier nochmal ein nächstes Beispiel, das ist also in Radstreifen auf der Reichenhainer Straße. Wir sehen das Parkverbotsschild. Es interessiert dort dann manchmal leider keinen. Und das geht eben dann wiederum nur, wenn man dort auch konsequent ahndet und einfach das Recht des Radfahrers dort durchsetzt, weil auf diesem Radstreifen kann man nicht mehr fahren. Das ist einfach ein Fakt. So, nochmal ein Beispiel, was eben leider auch häufiger auftritt hier im Innenstadtbereich, ist gleich hier vorne, ist also grün und eigentlich soll der Radfahrer hier fahren können und Autofahrer sind da einfach noch ein Stück weit da. Also müssen an dem Klima einfach noch arbeiten, dass der Radfahrer als normale Bedingung, als normaler aufgeführt wird und da einfach auch seinen Platz hat. Dritte These, die Radfahrer tauchen im Stadtbild inzwischen häufiger auf. Für eine umfassende Fahrradkultur fehlt es aber noch an Vorbildern. Wir haben also mal abgefragt, wie viele Diensträder es in der Stadtverwaltung gibt. Da war die Antwort, okay, wir schaffen jetzt 5 neue Diensträder an. Es gibt auch mittlerweile ein paar Ordnungsdienstmitarbeiter, muss man positiv hervorheben, die einfach damit unterwegs sind. Aber das kann man natürlich noch ausbauen. Also wir sind da der festen Überzeugung, dass das Dienstrad durchaus eine positive Möglichkeit ist. Und wir sehen es eben doch so, dass die Verwaltungsspitze Vorbild sein kann. Der Oberbürgermeister von Tübingen hat als erste Amtshandlung sich ein Dienstrad angeschafft. Man sollte nicht verschweigen, hat trotzdem mit Toyota Prius als Dienstfahrzeug, das will ich und niemand abstreiten. Ein Bürgermeister wird ein Auto irgendwie gar nicht brauchen. Aber wenn man mit gutem Beispiel vorangehen kann, denke ich, wäre das für eine öffentlichkeitswirksame Sache im regelmäßigen Verkehr, also nicht nur einmal zu einer Jahrestour, das muss man auch sagen, das macht unser OB, bei der Radtour vom Vita Center aus mitfahren, sondern einfach das als positiv. Ich würde das aber nicht als indoktrinieren sagen, dass man das irgendwie vorschreiben kann. Wir müssen einfach die Angebote schaffen, wenn Mitarbeiter in der Stadtverwaltung das nutzen wollen, auch wirklich dort das Angebot zu schaffen. Und 5 Dienstfahrräder bei 3.300 Mitarbeitern noch in der Stadtverwaltung ist natürlich noch ein Missverhältnis. Da gibt's Möglichkeiten. Kurz zum Fazit. Chemnitz beginnt, die Sachen im Radverkehr anzugehen. Das Konzept ist sinnvoll und die Umsetzung wird jetzt der Knackpunkt. Und da müssen wir einfach politisch dranbleiben. Und ich denke aber, es kann eben nicht nur Aufgabe der Kommunalpolitik dort sein, dran zu bleiben, sondern dieser Druck aus der Bürgerschaft und Verbänden ist in Chemnitz noch ausbaufähig. Wenn der kommt, tut sich die Kommunalpolitik auch eher mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel noch. Es gibt also Stadtratskollegen ohne Vorwurf oder einfach nur eine Feststellung, die fragen jede zweite Planungsausschusssitzung an, wie viele Schlaglöcher es denn gibt. So, da ist ein Schlagloch, reparieren Sie, dann wird es repariert und dann gibt es wieder die nächste Anfrage. Damit bleibt einfach dieses Thema Straßenzustand, der kritikwürdig ist, im Gespräch, weil es einfach immer wieder auch in der Presse steht und
wenn wir den Druck für den Radverkehr dort erhöhen, einfach auf konkrete Probleme mehr hinweisen und das nicht nur der Kommunalpolitik und der Verwaltung überlassen, sondern dort wirklich auch als engagierte Bürgerschaft darauf hinweisen, wäre das für den Radverkehr in Chemnitz absolut förderlich. Und bezüglich des Haushaltes wäre es eben sinnvoll, Entscheidungsträger mit einzubeziehen. Was meine ich da konkret? Wenn man eben Papier schreibt zur Kommunalpolitik, da kriegt man, keine Ahnung, als Stadtrat bestimmt die Woche 10 so eine Briefe mit verschiedenen Anliegen und die Zeit ist natürlich begrenzt. Wenn man allerdings die Leute vor Ort holt, gibt jetzt irgendwo, was weiß ich, ein abrissfähiges Haus, wo man sich das einfach anguckt, wird das Problem dieses Hauses schneller gelöst, wenn ein, zwei Entscheidungsträger vor Ort sind. Das heißt, die Entscheidungsträger mit Radtouren einfach auf Knackpunkte hinweisen, hilft manchmal mehr, weil sie bei Haushaltsanträgen, wenn es dann diese etwas größeren Runden gibt, also wo dann, muss ich das vorstellen, Jahrmarkt ist übertrieben, aber es gibt eben verschiedene politische Ansätze. Man sagt, man hat eine Haushaltsquelle, was man politisch nicht mehr will, nehmen wir eine Zahl von 500.000 Euro und wir wollen dafür den Radverkehr fördern. Dann muss das, wenn Geld vorhanden ist, berücksichtigt werden. Dann wird interfraktionell meistens ein Antrag gebildet und den kann man Radverkehr aber nur aufnehmen, wenn man im richtigen Moment dort sagt, wir brauchen Radverkehr. Sonst geht es halt in Kitas, Schulen, was wir alles wollen. Also ich bin nicht gegen Kitasanierung oder Schulsanierung, nicht falsch verstehen. Aber man muss in diesem konkreten Fall dann auf die Belange des Radverkehrs achten, weil das ist dann wirklich einfach eine politische Prioritätensetzung, die jetzt zumindest in den letzten 2 Jahren ein Stück weit nach vorne gerückt ist und da müssen wir die nächsten Jahre weiter dran arbeiten.